Wie im letzten Video zu den Einschränkungen des Trainings im Bujinkan Honbu Dojo in Japan bereits angekündigt. Heute hier am 15.03. das Update dazu und darüber hinaus auch noch ein paar Informationen zur Corona-Situation in Deutschland. Ich bin Dirk von Nipo-Ralf und nach dem kurzen Teaser gibt es mehr Details. Am 1.3. wurde in einer offiziellen Information die Aussetzung des Trainings im Bujinkan Honbu Dojo in Japan bekannt gegeben. Und es sollte am 15.3. dazu eine Entscheidung geben, wie es nun weitergeht, beziehungsweise es sollten neue Schritte bekannt gegeben werden. Ein Video dazu hatte ich am 1.3. hochgeladen. Ihr könnt euch das hier oben nochmal anschauen, wenn es euch interessiert. Aktuell wurde mir nun die entsprechende Information zugetragen und über den aktuellen Stand oder über die aktuelle Entscheidung möchte ich euch in diesem Video informieren. Der Text ist natürlich in Japanisch, mir lag aber eine englische Übersetzung vor, die ich einmal für euch ins Deutsche übertragen habe. Mit meinen Worten ausgedrückt wird darauf eingegangen, dass die Verbreitung des Coronavirus vor allem in geschlossenen Räumen mit schlechter Belüftung, an Orten mit großen Menschenansammlungen und bei engem Kontakt gefördert wird und aus diesem Grund das Honbu-Dojo weiterhin geschlossen bleibt. Eine erneute Entscheidung zur Situation soll am 29.03.2020 getroffen werden. Im letzten Satz wird noch die Aphorismen Wissen, um zu überleben, mit auf den Weg gegeben, inklusive der Aufforderung, es auch anzuwenden oder es anzuwenden. Damit möchte ich nun auch noch auf die Situation in Deutschland eingehen, denn hier greift der Coronavirus inzwischen auch um sich und führt zu einschränkenden Maßnahmen. Wir merken das gerade alle am Aussetzen der Schulpflicht bis nach den Osterferien, zumindest in den meisten Bundesländern. Und Sportstätten werden geschlossen bzw. Events abgesagt. Einige Dojos sind auch mit dem Beispiel des Honbu Dojo gleichgezogen und haben ebenfalls zum Schutz der Teilnehmer vor Ansteckungsgefahr das Training ausgesetzt, beziehungsweise gibt es auch viele Dojos, die gar nicht anders können, als das Training auszusetzen, da, wie schon erwähnt, die Sportstätten geschlossen wurden. Für Ninjutsu-Seminare steht hier natürlich nun die Frage im Raum, werden sie stattfinden oder ebenfalls abgesagt werden? Und hier empfehle ich, dass ihr euch auf den entsprechenden Seiten informiert. So im Hinterkopf hätte ich dann zum Beispiel das anstehende Taikai mit Furuta-Sensei. Ja, und zum Hinodekai hieß das, glaube ich. Auf Lilienstein habe ich zum Beispiel die Info, dass also momentan es stattfinden wird. Schauen wir mal, bis zum Mai ist noch ein bisschen hin. Parallel dazu habe ich auf meiner Website einen Beitrag verfasst. Ihr kommt dahin, hier links über dieses Banner, wo ich gemäß eurer Zuarbeit bzw. der Zuarbeit von den Dojo-Leitern Informationen zu den einzelnen Trainingseinschränkungen und Seminarankündigungen in Bezug auf die Corona-Situation veröffentliche. Und einen entsprechenden Verweis zur Seite gibt es auch in der Videobeschreibung. Darüber hinaus füge ich entsprechende Hinweise auch in den Trainingszeiten meiner Dojo-Liste ein. Und ein kleiner Hinweis noch dazu. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Habt ihr Fragen dazu, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ja, ich kann jetzt nur sagen, bleibt gesund und ich hoffe euch im nächsten Video wiederzusehen, was in Kürze erscheinen wird. Dann tschüss, euer Dirk von Nimporalf.